Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich würde immer noch gerne mitfahren, aber es geht glaube ich nicht. Leider. Allerdings gucken wir mal ganz kurz, was wir jetzt hier machen wollen. Ja, guck mal, das sieht doch gut aus da. Gehen wir mal eben dahin. Was bist du? Okay. Ich hoffe, der hat keine Fehlfunktion und er schießt mich dann einfach. Was ist das hier eigentlich? Okay, ein Boxclub. Leute wie du haben doch immer Stoff dabei. Was hast du und wie viel willst du? Welche Kampfkunst ist deine Spezialität? Kampfkunst? Leute zu zerlegen ist keine Kunst. Wer fester zuschlägt, gewinnt einfach. Oh, wow. Okay. Na ja, mal rein mit der Faust, ne? Ich will nur wissen, was du im Angebot hast. Was hat er denn im Angebot? Okay, einen schlechten Hammer. 160.000, Alter. Was haben wir hier? Ein Tomahawk. 76.000. Ach du Scheiße, diese Preise. Okay. Aber ich kann dir... Warte mal, ich kann dir aber meine Waffen verkaufen. Was du im Angebot hast. Oder? Doch mal, meine Sachen kann ich dir verkaufen. Müssen nur gucken, was wir verkaufen. Eigentlich können wir alles verkaufen, was nicht ikonisch ist, oder? Wobei, selbst die ikonischen können wir verkaufen, weil wir die dann später wieder herstellen können, falls wir sie brauchen. Oder bin ich dumm? Ne, doch, können wir machen. Ne, weißt du was? Die zerlegen wir. Verkaufen wir nicht, die zerlegen wir. Die sind alle ikonisch, beziehungsweise sind ausgerüstet, ne? Geht dann halt nicht. Ich brauche ja an sich nicht wirklich Geld. Guck mal, die können wir doch eigentlich zerlegen. Weg damit. Warum kann ich nicht? Ach so, okay. Gut, du kannst auch weg. Auch weg. Weg. Weg und weg. Gut. Weil wirklich zur Not können wir die halt immer noch herstellen später. Vergoldeter Baseballschläger kann auch weg. Kann alles schön weg. Das auch. Tschüss. Können wir eigentlich neue Sachen herstellen? Nee. Okay. Wir werden ja auch erstmal, glaube ich, so ziemlich alles, was man haben kann. Gut. Dann. Das ist irgendwo unten. Wie komme ich denn da hin? Hierher? Ah, okay, da geht's ja schon gleich hinten runter. Barry, du musst für mich zu diesen Koordinaten gehen und dort einen Van abholen. Aber pass auf, die lokale Fauna ist bissig. Die Animals. Infos anbei. Mhm. Die Animals, mit denen werden wir fertig. Was haben wir denn hier? Schritt 1, du klaust den Van. Schritt 2, ich verhökere den Stoff an einen Ripper. Schritt 3, die verkaufen ihn zum Marktpreis. Schritt 4, Money. Nein, ich hab's dir gesagt, ist mir scheißegal. Okay. Pingen wir doch erstmal. Okay, das sind ein paar. Machen wir mal eben Breach-Protokoll. 55 BD 7A 55G. 55 BD 7A. Was ist besser hiervon? Das hier ist besser. Aber dann kann ich nämlich hier drauf. Dann kann ich hier drauf. Dann kann ich sogar hier drauf und auch da drauf. Perfekt. Und dann Systemneustart. Tschüss. Ich darf hier anscheinend noch überall hin, okay. Trotzdem glaube ich, dass sie mich angreifen würden, wenn die mich sehen würden. Warte. Jetzt haben wir nicht mehr genug Dinger, okay. Hey, keine Angst, Häschen! Fuck! Fuck! Fuck!
Okay, er gibt ihn richtig gut. Jetzt möchte ich gerne irgendwie töten. Gucken wir mal zu sehen, was wir hier haben. Lieferung und sorgfältig lesen, okay. Nichts Interessantes. Ah, jetzt kann ich selbst. So, warte. Ha, denkt, der kann sich verstecken hier. Tschüss. So. Du greifst mich ja jetzt nicht an, ne? Weil du hast Cyberpsychose aktiviert. Okay. Kann ich hier erstmal ganz kurz looten. Hat er sich jetzt gerade umgebracht? Bringt die sich um bei Cyberpsychose? Oh, was haben wir hier? Ich glaube, der hat sich gerade umgebracht. Oder er ist hier runtergestolpert. Tschüss. Das hast du nicht getan! Was habe ich hier getan? Ach, er ist eh in seiner Welt da drin. Mit diese Leute, die es nur, die nur ans Zocken denken. Oh. Hier kommt doch gerade einer rein. Warte mal. Ich glaube, wir haben noch genug Zeit, uns hier mal eben kurz zu verlinken. Um 1C E9 1C E9, okay. BD bringt uns nichts. Aber hier. BD FF 1C. Gut. Perfekt. Mal kurz gucken, hier haben wir noch ein paar Sachen zu looten. Ich sehe schon, komm, wir sind gleich bestimmt wieder überfüllt. Wie wir hier looten. Da ist auch noch was. So, wo sind jetzt die ganzen Leute hin, ist die Frage. Wann ist einer? 2, 3, 4. Okay. 5, 6, okay, das sind doch noch einige. Kann ich dich da nicht hacken? Oder dich? Ich kann nicht. Oh, warte mal. Hä? Ah, so. Okay, warum habe ich jetzt hier keinen Sound dabei? Warum haben wir jetzt hier keinen Sound? Komisch. Ach so. Aber das klappt natürlich, auch wenn man keinen Sound hat. Aber das klappt natürlich, klar. Wir sind halt echt für alles One- oder Two-Shot, ne? Und wir starten wieder hier? Nee. Hallo, wie? Du musst für mich zu diesen Koordinaten gehen. Und dort einen Van abholen. Aber pass auf, die lokale Fauna ist bissig. Die Animals. Infos anbei. Ich würde... Also, vielleicht. Ja, denke ich auch. Okay. Weißt du was? Ich spiele erstmal auf... Nee, nicht hier, warte mal. Einstellungen. Ich spiele erstmal wieder auf normal. Weil schwer ist halt echt... Das ist zu schwer für mich. Ihr könnt jetzt gerne sagen Noob oder so, aber ich möchte halt auch ein bisschen die Story enjoyen. Ich hätte gerne einen Schwierigkeitsgrad zwischen Mittel und Schwer. Ja, okay. Aber jetzt können wir hier halt einfach durch. Erschießt ihn, was ihr könnt!
Weil jetzt machen die uns nämlich gar keinen Damage mehr fast. Leider. Warte, treff ich mal bitte. Guck. 20 Damage, die sie uns jetzt machen. An sich wäre ich jetzt eigentlich schon längst tot. So. Wie viel Damage wir machen, ach du Scheiße. Ja, tschüss. Wir können es ja später wieder hochschalten, aber erstmal möchte ich ein bisschen Leben dazu bekommen und alles. Warte mal, der ist hier drunter. Und hier war irgendwo noch ein Wachgeschütz, da muss ich aufpassen. Du bist hier der Pisser. Tschüss. Frage ist, wo war das Geschütz? Ach, du lebst. Du lebst noch, ach du Scheiße. Hey, guck, das hätte uns eigentlich schon längst getötet. Das ist nicht unser Van. Aber sieh dir die Spuren an. Und tiefer in den Tunnel. Hm? Welche Spuren? Tschüss. Ich glaube, das waren sie alle, ne? Also fast alle. Jetzt waren es alle. Okay, das ist der Van, da müssen wir gleich rein. Gucken wir erstmal nochmal hier hinten. So. Meine Güte, alles looten müssen wir jetzt hier nicht. Aber nur mal eben hier so ein paar Sachen mitnehmen. Gut. Hier vorne war doch noch irgendwas, oder nicht? Ja, guck mal hier. So. Also wie gesagt, wir können später gerne wieder hochschalten auf schwer, aber erst möchte ich ein bisschen Leben dazu bekommen. Oh, 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 da stehen noch welche. Komm schon, ich verspreche auch, dass ich dich nicht kalt mache. Mhm. Jetzt probieren wir das nochmal. Ja, so ist doch gut. Okay, der macht halt schon wenig Damage, ne? Okay. Ach, und jetzt hast du ihn getötet, sagst du? Wow. Einfach nur wow. Oh, okay. Vielleicht ist das Ding doch nicht so schwach, wie wir dachten. Unser Wagen brennt schon scheiße. Müssen wir aufpassen, dass wir jetzt hier nicht irgendwo gegenfahren. Okay, da geht's oben zur Sache. Nee, da gehe ich nicht durch. Nachher ist da noch eine Sackgasse oder so. Oh oh. Aber ich weiß nicht, wer den Wagen jetzt noch haben möchte. In diesem Zustand. Aber ich bin froh, wenn wir ihn noch loswerden. Ah, scheiße. Der fährt sich aber echt schwer, ne? Und da ist auch noch eine Quest. Okay. Da gehe ich gleich mal hin.
Bitteschön. Du hast dir ein nettes Sümmchen verdient und obendrein die Animals verarscht. Mhm. Ich mag Leute, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Der Job ist erledigt und ich glaube, ich werde mir deine Nummer für die Zukunft merken. Gut. Der Wagen war zwar fast zerstört, aber ist in Ordnung. Bin ich mit einverstanden. So, was haben wir jetzt hier? Ihr tut mir nichts, ne? Gut. Hä? Ganz ruhig. Ja, ich verpiss mich, alles gut. Aber hier war, glaube ich, ja, hier war noch eine Quest. Wie? In der Nähe der Gym gibt es eine Passage, wo ständig Leute verschwinden. Finde heraus, was da vor sich geht. Und verschwinde nicht selbst. Okay. Nein. Erklär's mir doch dieses eine Mal. Warte mal. Kamerasteuerung. Scheiße, ganz genau. Haben wir etwa einen Cyberpsycho? Hm? Oh ja, hier. Hier ist ein Drohnen. Okay. Sind aber nur die beiden Drohnen hier. Oder warte mal, wir haben noch eine Kamera. Ne, das ist aber Psycho. Okay, warte mal. Kommen wir an den Rand von hier? Mach mal ganz kurz im Breach-Protokoll. Ich möchte mal probieren, ob ich schaffe, hier nicht reinzugehen. Wir aktivieren alle Kameras, ja, das können wir nochmal hier machen. So. Gut. Wer bist du? Junge. Scheiße. Wenn wir die Kameras deaktivieren, deaktivieren wir dann natürlich alles, ne? Nein. Gut. Da vorne sind sie. Okay. Nicht genügend Speicherpunkte, beziehungsweise Abklingzeit. Okay, müssen wir vielleicht doch rein mit dem Fighten. Ah ja, komm, was soll's. Warum habe ich hier eigentlich dieses Visier? Und warum bist du nicht ausgeschaltet? Warum sind jetzt die alle nicht ausgeschaltet? Hm. Naja, komm. Haben die den Hirn gefickt? Ja, ich hab's gewusst. Warum hat er sogar nur 80%? Ich hab Angst vor den beiden da. Was machen die? Ja. Okay, er gehört jetzt zu uns. Alter, kannst du mal aufhören? Mieses Stück. Okay. Er kann aber anscheinend nur hacken. Oder macht er noch irgendwas anderes? Nee, der hackt nur. Baba Kaka répond nous dans bataille. Baba Kaka. Ami Klag, il a des amis. Was, er ist noch nicht tot, okay, Leute. So. Wir sollen dich ja immer am Leben lassen, ne? Ach, ich glaube, der hatte hier diese Security Drones gehackt, kann das sein? Hier sind Scavenger, okay. Dann vielleicht doch nicht. Dann waren die einfach vielleicht nur böse. Was haben wir hier? Stecke voll in der Scheiße. Okay. Sonst ist jetzt nichts mehr Interessantes, ne? Okay. Dann schick mir doch mal Regina eben die Nachricht, dass alles gut gegangen ist. So.
Gut. Und dann, was machen wir als nächstes? Hier unten haben wir alles, ne? Das bist du? Gut. Gehen wir dahin. Heilige Scheiße. Hä? Was, warum sind jetzt böse auf mich hier? Bist erledigt, ich schwör's dir. Nix. Glaube ich nichts von Jahrschlöcher. Ja. Meine Güte, wie die sich mal für was Besseres halten, ne? Ich glaube, die sind uns auch böse, kann das sein? Ne. Gut. Hm. Gucken wir mal, was wir hier vorne haben. Was ist das hier eigentlich? Soll das ein Volleyballfeld werden, oder was ist das? Hey, wie? Auf dem Pier soll ein Soldat gerade auf Fußgänger geschossen haben. Ich hätte ihn gern lebend, wenn du das hinkriegst. Dann schicke ich ein paar Leute vorbei. Mehr Details bekommst du gleich. Und wie? Viel Glück. Hier oder was? Cyberpsycho-Attacke? Nehme ich mal eben an. Finde den Cyberpsycho. Ah, lol, da hinten. Okay. Das ist... Okay, das ist sogar die Mission. Okay, gut. Der ist von Kopf bis Fuß mit militärischen Implantaten ausgestattet. Also ist er vielleicht ein Veteran mit PTBS. Aber was soll die Aufmachung? Vielleicht spürte er die naheliegende Cyberpsychose und hat sich entsprechend angezogen. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Okay. Ich gehe hier mal nicht rein, weil ich Angst habe, dass die mich angreifen. Gucken wir mal, ob der krass ist oder nicht. Sich auf jeden Fall eine schöne Stelle ausgesucht, um crazy zu werden. Ekelhaft. Ui. Zog sich offenbar entlang des Piers zurück, Kopfschuss verursacht durch Militärgewehr. Ja. Welchen Van soll ich das suchen? Ah, den Van, okay. Junge Frau, der Kleidung noch zu urteilen, Sexarbeiterin von mehreren Tagen zu Tode gefoltert. Nein? Runter mit dir. Okay, da rein kann ich nicht. Dann ist das vielleicht ein sehr böser Cyberpsycho. Sollen wir mal gucken. Warte, wie viele der hier umgebracht hat. Ach du Scheiße. Die sind alle umgebracht. Erschossenes Opfer. Wir speichern mal kurz. Und gucken mal, wo der ist. Weil die jetzt alle stehen und liegen lassen worden, ne? Feindliches Gebiet. Hier ist ein Psycho! Kann ich dir sagen, dass du rausgehen sollst oder so? Nee. Ne, hier vorne ist er. Wer bist du denn? Diego Ramirez. Einfach Two-Shot. Wow. Und die hat er als Geiseln gehalten, okay. Wir wollen einen Waffenstillstand, interessiert. Ich will meine Tochter und die bekomme ich auch ohne. Wir haben einen Fehler gemacht, wir wollen sie zurückgeben. Was du nicht sagst, wo waren? Pier in Pacifica, wir lassen das Mädchen da und gehen ab sofort aus dem Weg. Bin 20 Minuten da, lass mich nicht warten. Oh ey. Er wollte nur seine Tochter wieder haben. Die Gangmitglieder. Ich suche die Umgebung der Informationen. Ja, liegt hier die Tochter vielleicht irgendwo? Elektrischer Einkaufswagen, warte mal.
Okay, schade, ich dachte, der fährt jetzt einfach weg. Hier ist nichts, ne? Hier vielleicht? Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so weit weg ist von ihm. Aber hier ist ja nichts, ne? Okay, warte mal. Da liegt was. Aber nichts Wichtiges irgendwie. Hier hinten drin vielleicht? Nee. Wird doch, denke ich mal, wieder ein Laptop sein, oder nicht? Wo wir irgendwas durchlesen müssen. Wie gerade eben. Bin ich jetzt gerade hier dumm? Oh, warte mal, hier unten vielleicht. Nee. Dich haben wir schon, dich haben wir auch schon. Euch haben wir auch alle schon. Hm? Durchsuche die Umgebung nach Informationen. Unter mir oder was? Warum sollte denn was unter mir sein? Ne, da hier ist auch nichts. Scheiße, wie kommen wir jetzt wieder hoch? Oder ist hier was? Ne. Egal, gucken wir nochmal von hinten alles durch. Dieser Kloake hier. Wenn ich nicht wissen, was hier alles drin schwimmt. So. Einmal bitte hier hoch. Okay, warte, hier. Hm? Dankeschön. Notiz des ertrunkenen Manns. Okay, das hätte ich gern gelesen. Was hast du denn? Ich war so nah dran. Tausend Verstecke und Lager, die alle mit dir verführerischen Fragezeichen markiert waren, dem Zeichen der Schmuggler, aber am Ende war es doch immer dasselbe. Zerrissene Netze, Anglerruten, Haken und Schnüre. Das war bloß ein Spiel, ein grausames, lächerliches Spiel. Okay, der hat nach irgendwas gesucht. Was dann anscheinend nicht existiert hat. Aber soll jetzt hier was sein? Hier oben drauf? Nee. Spontan Bedürfserfüllungsmaschine. Satellitenschüssel. Einkaufswagen. Ein Radio. Und er selber. Weil sonst ist hier doch nichts. Noch so ein Automat. Oder habt ihr hier irgendwas? Ah, hier. Einziges Opfer, das nicht sofort, sondern langsam und qualvoll getötet wurde. Warum das denn? Wichser hat schon 20 von uns geäxt. Was dauert das lang? Er jagt uns. Der Mann hat Geduld. 2-3 Läden sind jetzt wegen dir im Arsch. Ja, wie gesagt, er wollte halt seine Tochter wieder haben, ne? Gut. Schicken wir Regina mal die Antwort. Also es war schon einfach, ne? Freut mich, dass du die Sache überlebt und den Typen nicht umgebracht hast. Leider sind ihm Narcittis gefährlichste Raubtiere auf den Fersen. Soll heißen Maxtech. Wahrscheinlich sollten wir ihnen diesmal wirklich aus dem Weg gehen. Diese Gangster haben sich echt mit dem falschen Schum angelegt. Ah. Hier, was haben wir hier? Okay. Gut. Hätten wir das auch.
Dann würde ich aber mal sagen, war es das mit dieser Folge. Heute machen wir wieder pünktlich Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.